Ach so, Moment. Bei bestimmten Platten gehen bestimmte Dinger an. Oder aus, oder? Habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Wieso ist die denn jetzt ganz ausgegangen? Wenn wir hier drauf treten, geht die hier an. Hä? Hier geht keiner an? Ist das relevant, von wo aus wir kommen? Jetzt sind alle aus. Na, erstmal Stufenaufstieg hier. Papa Schlumpf. Braucht ein bisschen Ausweichen. Ein bisschen. Moment, den Angriffswert, den müssen wir mal machen, ne? Nicht Nahkampfschaden. Angriffswerte werden gesteigert. Jetzt weiß ich ja, wofür das gut ist. Angriffswerte sind doch dann dafür da, dass der mal trifft. Da beschwere ich mich ja die ganze Zeit drüber. Das ist ja Kacke, da muss ich ja doch alles mit ihm skillen. Was ist das denn? Ah, ich habe noch einen Punkt übrig. Hups! Ja, komm hier, Vitalität, Bams. Also, schwere Rüstung. Experte. Da muss ich aber jetzt auch mal schwere Rüstung mit ihm kaufen. Sonst gibt es wieder gehässige Kommentare. Erdmagie-Experte. Ich skill wahrscheinlich gerade Sachen, die ich überhaupt nicht bezahlen kann. Natürlich nicht. Ja, Glück hier, komm. Papa braucht mehr Crit. Ah, Feuermagie. Experte. Das Problem wird nur sein, wenn ich mal auf jemanden treffe. Wie viel Mana hat die Alte denn? 83. 88, ja. Oh ja. Das Problem wird nur sein, wenn ich mal auf einen treffe, der feuerimmun ist. Aber dafür haben wir ja dann, ne? Dafür skill ich dann, wenn ich mit Experte fertig bin. Keine Ahnung. Irgendwann anders. Dunkelmagie. Keine Ahnung. Mal gucken. So. Man muss ja so ein bisschen alles skillen, oder nicht? Ich meine, ohne den Angriffswert, den man erhöht, braucht man doch auch keinen Nahkampfschaden. Wenn ich nicht treffe, brauche ich auch keinen Damage machen. Oder ergibt er sich dann aus den Skills? Auch schwesend nicht. Hier, du kriegst mal mehr. So, und so. Wunderbärsch. Das heißt, wir können speichern. Nice. Aber dort ist wieder an den Mana-Tränken hängen geblieben. Wieso leuchtet das denn hier? Ich brauche wahrscheinlich einfach nur die richtige Reihenfolge. Ach, das war die falsche. Nehmen wir mal den hier. Ja, das war schon mal richtig. Ja, Hammer. Das war schon mal falsch. Aber jetzt haben wir sie ja. Hoffe ich, dass das so funktioniert. Juhu! Der Leuchtturm leuchtet wieder.
Der hier? War das jetzt der richtige? In der Tat. Juhu! Jetzt gibst du mir meine megamäßige Belohnung. Ich brauche mindestens 2000 Gold, mein Freund. Ihr habt erreicht, was mir verwehrt blieb. Mamushi ist tot. Der Kult des Abwrackers erneut zerschlagen. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht, meine Freunde. Kann ich irgendwas für euch tun? Okay, Ausbildung Meister mit zwei Waffen. Dual Wield. Okay, das brauche ich aber nicht. Fuck, so ein Dual Wield Kämpfer wäre natürlich auch geil. Aber gegen so einen. Dann würde der zweimal angreifen. Und wenn der Gegner dann dieses Riposte hätte, oder wie das heißt. Das hieß anders, ich weiß aber. Würde der dann auch zweimal zurückhauen? Der hat einen Auftrag. Ich bin bekümmert. Bei meiner Gefangennahme hat mir Mamushi mein Seidenschwert abgenommen. Es ist ein altes Familienerbstück, das schon seit der Zeit der Diaspora im Besitz meiner Vorfahren ist. Sein Name lautet San Tenga Mugen. Mugen? Es wurde am Anbeginn der Geschichte aus dem reinsten Sternsilber geschmiedet. Nach eurem Sieg über Mamushi habe ich erfolglos im Leuchtturm danach gesucht. Ich fürchte, das Schwert wurde in der Zeit meiner Gefangenschaft an einen geheimen Ort gebracht, was bedeuten könnte, dass der Kult noch ein Versteck in dieser Region hat. Oh, Captain Obvious, er. Das ist beunruhigend. Und ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass mein Schwert für böse Zwecke missbraucht wird. Ihr würdet mir und meiner Familie einen großen Dienst erweisen, wenn ihr auf euren Reisen nach dem Schwert Ausschau halten könntet. Ja, solche Aufträge für zwischendurch nehme ich ja mal gerne mit. Was man so auf dem Weg machen kann, ist ja immer super. Wait, you have that? No, it's nothing. Ja, hier, wo war denn die Mega-Goldkiste, Junge? Hier, ich rohr. Ne, da kann ich nicht rüberlaufen. Och, Menno. Bin ich jetzt so mega ponös, die da hinten auch noch fertig zu machen? Ja, natürlich. Allerdings nicht, bevor wir nicht gespeichert haben. So. Kommt mal her, Jungens. Hallo? Aha. Ach, der kommt sogar alleine. Ach, wie süß. Hammer. Das war ein Kopf. Ich mach komische Geräusche. Juhu. Der hat mal getroffen. Der Dingens hier gefällt mir. Der Legolas da. Ohne jemanden zu spoilern, würde mich mal interessieren, wie euch Smaugs Einöde gefallen hat. Ich werde meine Meinung dazu mal noch nicht äußern. Und ich meine, im Endeffekt gespoilert, es kommt ein Drache vor. So viel kann man da nicht spoilern, zum Glück. Haha, der hat einen Schuss ins Knie gekriegt. Ah, würde mich mal interessieren, wie der euch gefallen hat. Habt ihr das Buch gelesen? Ja, jetzt gibt's auf die Mütze. Abgewehrt? Ja, natürlich. Für den brauche ich doch keinen Mana. Ach, da fällt mir ein, hier müsst ihr am Bestiariumseintrag für Mamushi geben. 1200 Leben hatte der. Ach, guck mal an. Nur doppelt so viel wie der Elite Kenshi. Macht aber mehr Damage. Den gibt's doch nur einmalig. Genauso wie die Spinnenkönigin. Da hätten sie eigentlich hier noch eine. In Kategorien eintragen können: Bosse oder Nicht-Bosse.
Vielleicht machen sie es ja noch. Spiel ist ja noch nicht fertig. Kann er denn so? Fernkampfschaden kann er gar nicht. Der hat einen Angriffswert von 120. Hat der normale Kenshi 100. Okay. Rüstungswert 5, Ausweich 75. Oh, der hatte Wasser. Ja gut, haben die ja alle, die Naga. Sind ja Wasserwesen. Sind da drei Fernkämpfer? Oh jo. Ja. Ich schieße die ja so schon tot. Aua. Now they're shooting at us. Ja, dann schieß mal einfach zurück. Zack. Siehste. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich bewege meinen Arsch ja schon dahin. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Okay, jetzt gegen 4 wird aber happelig. Ich glaube, die Spinne hat auch gerade Gefallen an uns gefunden. Sure. Aber wir werden einfach mal. Zack. Ja. Yes, I feel strong. Die müssen wir schnell weghauen. Sehr gut. Au. Ah, sorry. Ach, das ist ein Elite-Räuber. Was hat er denn? Gegenwehr. Ach, jo. Dann hauen wir da ihn zuerst weg. Wo ist denn die Spinne? Ach, drauf geschissen. Oh. Hihihi. Ah, der macht 10 Damage, also. Bam, bam, bam. Die Spinne ist rechts neben uns. Oh ja. Er hat ihn angeschrien. Jetzt macht ihn da weg. Also. Oh, der hat ein Schmuckarmband verloren. Oh man, nice. Ah, super. Null Rüstungswert. Wo sind die denn? Ah, gut, zum Verkaufen. Ich bin vergiftet. Aber der guckt ganz geil. Der guckt so ein bisschen motivierter, finde ich. Alvar. Da hinten ist schon wieder eine Truhe. Die lockt doch schon wieder. Zwei Fackspinnen sollen ihren Arsch hier bewegen. Tippel, tippel, tipp, tipp. Komm, hau rein. Juhu, jetzt darf ich auf die rumschlagen. Oh, nice, da war ein Crit. Wer war das? Die Schamanin. Next. Komm, ich will meine Truhe haben. Schneller, schneller. Krabbelt eine Spinne. Oh, das war frech. So nicht. Ich will schon den Erstschlag haben. Oh, drei Schaden.
Das war aber süß. Da ist noch ein Buch. Gib das mal her. Michael und seine Glorien. Priesterin Celina. Ach, 4 Seiten. Jo, da habt ihr wieder ein bisschen was zu lesen, wenn ihr möchtet, ne? Once. 2. Also ich denke mal so 2 Sekunden reichen, ne? Kriegt dahin auf Pause zu drücken. Jo. Wo war jetzt meine Kiste? Yes! Running on Mother Earth under Father Sky! Da ist sie ja. Wie, da ist jetzt wieder eine Spinne. Watch out! Behind us! Get cover! Wir sind Räuber, wir haben dich reingelegt. Ach du Scheiße. Och nö, die sehen wirklich so aus, als könnten die was. Der da hinten ist ein... Sind da 2? Warte mal. Elite-Räuber. Das ist ein Elite-Räuber und ein Elite-Miliz. Okay. Naja. Bin nochmal festgehalten, Mama. Abgewehrt. Und nochmal Damage. Man muss aber auch irgendwie sagen, bei den normalen, Räubern war es, glaube ich, egal, ob die weit weg sind oder nah dran. War der Tritt von denen nicht auch für 10 Damage? Ach komm. Keep cover! Nee. Der ist ja witzig. Ich komme mal angelaufen. Ach, Menno. Da hatte ich gedacht, das Feuer macht den Rest. Aber nö. Elite-Miliz wurde hinzugefügt? Ach, den hatte ich vorher noch gar nicht. Damit müsste ich doch jetzt auch im Gasthaus zu dem einen Typen da können, der mir dann irgendwelche geilen Sachen dafür gibt. Aua. Wie viel, was, wer, wie, wo? Ach, der hat auch dieses Nahkampf erwidern. Das heißt, der könnte den Druiden wirklich töten. Ne, das wollen wir aber nicht. Nicht so kurz vor. Was ist das denn? Das kostet. Das kann ich für 600 verkaufen. Waren Elixiere nicht Sachen, die permanente Boni geben? Das muss ich nochmal nachgucken. Das weiß ich leider nicht mehr. So. Ups. Oh. Ja, wusste ich doch, dass der Wichser auf den Druiden haut. Da ist er down. 20 Erfahrungspunkte ist aber auch mau. Ah, wobei, das ist ein Räuber. Da haben die mich aber wieder gut verarscht. Was ist denn da hinten? Das ist eine Elite-Spinne. Aber jetzt müssen wir zurück zum Dorf. Ich will mal wissen, was ich als Belohnung kriege. Gold. Something following us. What? Kill it! Hier, Gold, Diamanten, alles. Da hinten, ach, da hinten ist ein Miliztyp, das sicher jetzt erst. Da sind sogar 2.
Was für fiese Ficker. Das ist das eine Elite-Miliz? Nee, die sind Silber. Der da könnte einer sein, das kann ich nicht genau erkennen. Das ist eine normale Miliz. Ah, der da könnte Elite sein. Nee, das ist auch ein normaler. Oh oh. Wenn jetzt zwei draufhauen, dann... Autsch. Jetzt hau ab da. Warte mal, 12 Damage. 14. Ja, sicher. Ja, klar. Der haut natürlich auch immer wieder auf dem gleichen rum. Penner. Toll, für 10 Erfahrungspunkte habe ich jetzt... Für 8 Gold habe ich jetzt hier... Das war ein Verlustgeschäft, wobei... Je nachdem, wie man Erfahrung aufwiegt in Gold. Das waren ja 8 Gold plus der Erfahrung. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wer hatte mir denn die Quest überhaupt gegeben? Der Typ im Gasthaus? Hatte der mir beide gegeben? Oder ist die jetzt schon abgeschlossen gewesen? Gucken wir nochmal. Also der war das auf jeden Fall mit dem Bestiarium, genau. Hervorragend! Herzlichen Dank für eure Hilfe! Oh, oh, oh. Aktualisierter Auftrag, Schmuggel... Hä? Was? Wie? Wie? Wo? Was habe ich denn jetzt bekommen? Hallo! Ich sperrte mit den Deutschen, die wollen nicht. Das kostet immer 60, den aufzurüsten, oder? I feel stronger. So. Erstattet Maximum. Ach ja, klar. Ja, sicher. Der Typ war das. Was bist du denn eigentlich für einer? Braucht ihr etwas? Ein Krieger ist nur so stark wie die Schwächen seines Feindes. Für den geringen Betrag von 100 sowie 2% des Goldes, das wir finden, kann ich euch mit diesem Wissen versorgen, damit ihr euren Feinden immer einen Schritt voraus seid. Ah, der sagt mir dann die Schwächen meines Feindes. Ja, 2% ist jetzt irgendwie nicht viel. Aber ich habe doch schon so eine Olle. Die hat mir zumindest geholfen, die die Geheimgänge zu finden, hoffe ich mal. Gehen wir mal beim wobei, vielleicht kriege ich von Maximus ja eine Waffe oder eine Rüstung. Ich will jetzt nicht wieder das gleiche haben wie eben. Irgendwas zu kaufen und dann kriegst du wieder was. Ich habe das Licht im Leuchtturm wieder blitzen sehen. Ha! Hier, Mann, das ist euer Werk? Ich verstehe. Also hat tatsächlich der Kult des Abwrackers... Und Spaß, was ist das für ein Name? Hinter allem gesteckt. Verfluchte Schlangen, ja genau, ich hasse Schlangen. Ich muss sagen, bisher bin ich von eurer Leistung angenehm überrascht. Vielleicht seid ihr so etwas, soweit etwas Ernsthafteres anzugehen. Ja, what the fuck, Junge, da hab ich doch schon... Bevor wir weitermachen, solltet ihr Rosalie bei ihrer Untersuchung helfen. Die Straßen für jedermann sicherer zu machen, kann eurer Reputation nicht schaden, oder? Nö. Okay, dann... Auf zu Rosie. Oh, wir haben Erfahrung bekommen. Die Gruppe erhält 500 Gold als Belohnung. Ja, mei. Da kann ich jetzt die Fuffis in den Club schmeißen hier. Ach nee. Die war ja woanders. Muss ja eben den Rückwärtsgang einlegen. Dann lassen wir die Sandalen mal
identifizieren. Something. Ausrüstung bestimmen. Zeig mir. Was war denn das Geiles? Plus 6 Widerstand gegen Dunkelmagie plus ein Glück. Och. Plus Glück. Wer kann denn Glück gebrauchen? Ich kann Glück gebrauchen. Was hat er? Schutz vor Schlaf hat ich ihm gegeben. Ach ja, stimmt. Die kann auch. Ach, Glück kann jeder gebrauchen. Das hat keinen Rüstungswert, also weg damit. Das war genau die gleiche. Ja. Ein Ring. Ja. War die Frage, ne? Kann man die später verzaubern? Ja, auf Need. Weiß ich nicht. Weg. Standardmäßig hier die Dinger wieder voll machen. Ja, Heiltränke sind ein bisschen günstiger. Ja, mit dem Elixier weiß ich nicht. Jetzt habe ich noch 482. Was kostet denn die Welt? Was war denn da hinten eigentlich nochmal? Ach ja, Eileen. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Schmugglertruhe machen soll. Muss ich vielleicht auch mal nachgucken. Das werde ich für die nächste Aufnahme auf jeden Fall tun. Ach ja, ich wollte zum Rüstungsschmied diesmal. Zum Waffenschmied erst. Mal gucken. Damit ich zumindest... Na, reparieren muss ich nichts. Zumindest für sie mal gucken kann, ob hier nicht ein günstiger Bogen zu haben wäre. Ein Jagdbogen für 126, na immerhin. Na, besser als nichts. So. Jetzt gehe ich für ihn nach Rüstung gucken. Sollte die Rüstung scheiße sein, kommt der Schild halt weg. So. Man muss sich hier auch alles... Man muss hier ein bisschen knauserig umgehen, habe ich das Gefühl. Also mit Geld wird man hier echt nicht zuschüttet. Der Großteil meiner Gruppenmitglieder hat nicht mal... Oh. Ach so, ja klar. Kostet auch nur 150. Oh, Udeleli. Ne, Udeleli hieß das, oder? Aha. Udeleli. Minus 12 Angriffswert. Bronzerüstung. Was haben wir hier? 4 Widerstand gegen Dunkelmagie. Ja. Dafür ist die jetzt so viel teurer. Oh. Plus 2 Stufen in der Fertigkeit Feuermagie. Das ist eigentlich ganz nice. Aber halt auch mega teuer. Das müsste doch so gerade noch hinkommen. Hier, Jung, zieh das Ding an. Und dann lass dich mal ausbilden. Alva hat die Stufe Experte in der Fähigkeit schwere Rüstung erreicht. Ach, das ist alles. Vermindert sich um 15%, wenn er eine schwere Rüstung trägt. Ja, super. Hooray! Angriffswert minus 12. Stimmt das überhaupt? Wo ist denn mein Angriffswert? Wo ist denn mein Angriffswert? ...63 oder was? Nö. Hä? Rüstungswert? Ausweichenwert? Das ist ja... Nahkampf, das muss doch hier irgendwo stehen. Schaden, kritische Chance und so weiter. Ach, dann nicht.
Müssen wir uns jetzt auch nicht stundenlang hier angucken. Lex Mido am Arsch. Wir haben jetzt kein Geld mehr, aber wir haben aufgestockt. Oder? Ach, 82 Gold noch. Begibt euch zur Räuberhöhle. Wo auch immer die sein mag. Was haben wir hier? Da ist die Räuberhöhle. Guck mal an. Überm Leuchtturm. Ach so, da ist der Leuchtturm. Okay. Dann sind die Größenverhältnisse hier aber jetzt nicht so mega weit weg. Also von hier bis hier, das sieht ja schon mega weit aus, aber bis zum Leuchtturm war jetzt nicht so weit. Ja, sehr, sehr nice. Liebe Leute, ich werde dann jetzt mal ins Bettchen gehen. Wir haben schon wieder 5:30. Ich muss auch noch schneiden. Ich danke fürs Zuschauen. Wir werden dann... Ich wollte noch gucken, was das mit der Schmugglertruhe auf sich hat. Außerdem werden wir als nächstes, denke ich mal, zur Räuberhöhle gehen. Und ja, morgen 13 Uhr. Neue Folge My Magic, wenn ihr denn wollt und euch das Game noch nicht völlig anpisst. Ich habe noch Spaß dran. Haut rein.